Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Mein Name ist Falco und ich möchte euch heute mal was präsentieren. Wir fangen ja jetzt hier neu an und da habe ich euch gleich so was mitgebracht. Das ist von Koyui, der Mechanical Master. Wir packen das Ding jetzt aus und dann machen wir das Step by Step, Brick für Brick, dass ich das baue, damit ihr das sehen könnt, was wir hier machen. Ich werde vielleicht zwischendurch mal anhalten und werde mal gucken, ob es was Interessantes dabei gibt oder eher weniger. Schauen wir mal. So. Tschick, tschick, tschick. Packung ist leer. Stellen wir hier neben an die Seite. So. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal 6 Tüchchen. Wir haben unsere 4 Räder. Wir haben eine Anleitung. Fernbedienung. Ist ganz normal. China-Krempel. Also, was sage ich? China-Krempel, das ist, wie man das halt kennt, wenn man die kleinen Spielsachen für die Kinder holt. Der Unterbau von dem Fahrzeug, der ist schon vorgefertigt. Finde ich nicht schön, aber ich baue es trotzdem. Man kann hinterher vielleicht noch was anderes mit anfangen. Man hat hier oben drauf gleich die Löcher für die Pins, die man reinstecken kann. Hier unten ist das Batteriefach mit einem Ausschalter. Die Achse hier vorne, die zum Lenken ist auch fertig. Hier hinten wird dann der Antrieb sitzen. Da ist dann eine Achse drin, wie man erkennt. Was ich persönlich nicht schön finde, ist Aufkleber. Mag ich nicht. Ich finde Aufkleber total blöd. Bedruckte Steine sehen besser aus als halt Aufkleber. Mit Aufklebern ist man immer ewig beschäftigt. Ich meine, schön sehen sie aus, ja, aber es braucht seine Zeit, bis man sie korrekt hat. Und wenn sie nicht richtig sitzen, dann frummelt man 5-mal dran rum, bis sie halt passen. Mag ich nicht, aber naja. Wir machen sie dran, wir machen sie vielleicht auch nicht dran. Wir schauen mal. Wir haben hier 2 Modelle drin. Einmal den großen Jeep und einmal sowas, was eher aussieht wie so ein Humvee. Ich werde dieses Modell 2 bauen, weil mein Bruder hat schon den Jeep gebaut. Dann baue ich den als 2er hier auf. Finde ich jetzt besser. Ich werde mich jetzt dran machen und werde die einzelnen Teile hier in meine Becher sortieren, mir bereitstellen und dann für jeden Stein eine einzelne Aufnahme machen, dass es wirklich aussieht wie Stein für Stein. Dann könnt ihr das leichter nachvollziehen, was da passiert, wie es man baut, wie man baut. Jo. Und wie gesagt, falls ich was Interessantes sehe, halte ich kurz an und dann schauen wir mal. Dann mache ich da vielleicht noch ein kleines Video dazu, was ich dann reinschiebe, so mittendrin. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas Interessantes dabei ist. Dafür habe ich hier einen anderen Kameraden stehen, da wird es dann spannend und interessant, aber das gibt es dann später mal. Nicht heute, nicht jetzt. Vielleicht mache ich nachher sogar noch das Video dazu mit dem Unboxing, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal.
So, wir sind fertig. Ich habe das Ding gebaut. Ja. Es geht zu bauen. Es ist nicht schön, aber naja, gut. Es ist halt ein bisschen tricky. Die Achsen, die passen nicht so ganz. Aber auch von dem Preisen her könnte es schöner sein. Es ist nicht ganz so schön, wenn man überall gerade oder sowas dran hat, die man dann halt nochmal wegmachen muss. Aber ist okay. Man kann die Klappe hinten aufmachen, da sieht man halt nichts. Das ist halt leer. Hier vorne ist ein bisschen Bewegung drin. Es ist schön viel Teile übrig geblieben. Aufkleber habe ich drauf gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben, in mühevoller Kleinarbeit jeden Aufkleber drauf zu machen. Ja. Und ich würde sagen, es fährt. Lenkung funktioniert, das ist alles tippitoppi. Das fahre ich gleich hier alles um. Ja, war. Gut, gut. Und tschüss. Das ist weg. Ja gut, egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Viel Spaß bei den Steinen.